Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein 2 The New Colossus. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Arm. Nicht nach einem Armreif, nicht nach einem Armleuchter, sondern nach dem Arm von Fergus. Und wir suchen eigentlich Paris. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie, den müsste man doch irgendwie finden. Halt, Karte. Also, wir sind hier eigentlich. Wie soll ich das deuten? Moment, nochmal gucken. Hier ist markiert. Sprich mit Paris Jack. Wie markiere ich das denn? Das kann ich irgendwie nicht markieren. Rauf, jetzt. Hier lang. Okay, also einmal um 180 Grad drehen. Und dann hier. Ist hier der Herr Paris? Hallöchen, Hallöchen. Ne, das ist die andere Seite von da, wo wir vorher waren. Hier müsste doch irgendwo was mit einer Ratte sein. Lass uns doch mal gucken. Wir gehen mal hoch. Wenn wir schon gerade hier sind. Oder ist nicht hier das Munitionsdepot? Eigentlich ja schon, wenn man es genau nimmt. Oh, heiliges bisschen. Limit erreicht. Na, das ist ja eigentlich dann wieder schade. So, jetzt sind wir ganz woanders wie da, wo wir eigentlich hin wollten. Hallöchen, Miriam. Waren Sie im Sommer schon mal in Schweden? Nee. Mitnehmen. Erzählt. Reden Sie mit der Professorin, die weiß vielleicht was. Ja, Angela. Okay, mit der Professorin sollen wir jetzt auch noch reden. Eigentlich, ich suche immer noch Falle deaktivieren. Nein, okay. Wir kommen hier von einem ins andere. Jetzt, irgendwie, genau, hier ist die Shooting-Dingens. Ein Durcheinander. Moment, ich muss erst nochmal hier gucken. Nicht hier, sondern hier. Jetzt habe ich es dann gleich. So, hier lang und dann eigentlich, nochmal gucken. Das ist aber auch verwirrend hier. So, nochmal schauen. Jetzt bin ich eigentlich dran vorbeigegangen. Hier rein? Nee, das kann nicht sein. Nee, genau andersrum. Hier, ja, da war ich doch. Da sind wir eigentlich lang gegangen. Was haben wir denn hier Schönes? Versteck dich nur. Die Riesenmaus. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Ist ja cool. Okay, da haben wir doch tatsächlich eine Nebenmission einfach so abgeschlossen. Da war das vorher auch schon markiert? Wahrscheinlich ja. Gut. Mission beendet. Sehr schön. Aber immer noch auf der Suche nach Paris. So, beim Paris-Suchen, da haben wir die Maus gefunden. Auch nicht schlecht. Wo ist das denn? Ich muss mal nochmal kurz gucken. Jetzt müsste es doch eigentlich aktiviert sein. Nee, denkste. Ist es eben nicht wirklich. Ist die Maus hier noch drin oder ist die jetzt weg? Oder müssen wir da erst nochmal zurück zu dem, um dem das zu sagen, dass die jetzt weg ist, um das abzuschließen? Wahrscheinlich ja, aber dann müssen wir den wiederfinden. Und das ist genau das Problem. Wir können nicht alles zusammen machen. Wir suchen jetzt diesen Arm, beziehungsweise... Oh, da ist er ja, na gut. Verdammt, Sie haben echt Eier. Danke. Jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine Angst haben, dass mir das Biest die Arme war auch sehr groß. Ja. Heiliges bisschen. Ein Monster von einer Ratte. Gut, jetzt möchte ich aber nochmal gucken. Ist das jetzt weg hier? Nee, irgendwie nicht. Ist ja interessant. Das müsste doch dann irgendwie markiert sein. Ist es eigentlich auch. Wenn man es genau nimmt, okay, weil es ist markiert. Ich dachte, das ist, weil ich mit der Maus drauf bin. Nee, das ist von Hand sozusagen markiert. Das hier oben auch. Sprich, mit Paris ist halt noch nicht markiert. Da sind wir wieder beim Thema. Das ist hier halt irgendwie auch nicht angeschrieben. Stand denn, wo Paris genau ist im Moment? Nein, Missionsziel. Okay, das ist soweit klar, das sehe ich nur hier gerade nirgends. Ah, hier hinten. Echt jetzt? Wie kommen wir denn da hin? Ach du grüne Neune. Das ist ja völlig woanders als da, wo wir gerade sind. Da müssen wir tatsächlich irgendwo ganz anders hin. Ich laufe mal in die Richtung. Und wir müssen offensichtlich auch das Level ändern, also die Höhe sozusagen. Da hat was geblinkt. Da blinkt es überall ein bisschen. Gut, wir werden jetzt hier aber nichts mitnehmen. Wir können ja hier mal schauen, was wir hier noch Schönes haben. Ich hab Fergus Arm nicht gesehen, Bruder. War mit Trinken beschäftigt. Ja, das ist das Problem. Das waren wir eben alle. Deswegen weiß keiner mehr, wo dieser Arm ist. Die Feier hat sie umgehauen. Ja, ein bisschen. Ja, vor allem das auf dem Schweinchen reiten. Das spüre ich jetzt noch. Da tut mir jetzt noch der Hintern weh. Da mal eins rauf. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Der Herr. Hallo. Ich weiß leider nichts über Fergus Arm und
Kapitän. Einfach sehr cool, wie einfach alle dann tatsächlich wirklich auch darauf eingehen, dass man jetzt diesen Arm sucht. Sie, ich habe mit Fergus gesprochen. Er war sturzbetrunken. Sogar. Hatte aber noch seinen Arm. Sogar die Patientin hier, die ist eingeweiht. Die wissen alle Bescheid. Wir suchen diesen Arm. Wäre natürlich noch cool. Nein, Signore. Oh. Fergus hat mit Maria gesprochen. Sie wurde wütend. Mehr weiß ich nicht. Okay. Sogar hier die Verletzten, beziehungsweise sich in Koma befindlichen bald schon. Na? Felix? Horton hat den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Und normalerweise schwärmt er von niemandem. Ja, okay. Das hilft uns jetzt in dem Sinn nicht weiter, aber okay. Gehen wir mal hier lang. Club Wiesenau. Vielleicht ist er ja hier hinten. Deiner. Wir gucken erstmal hier oben. Sie sagten Chili-Pfeffer, oder? Zwei Teelöffel. Nee, Kumpel. Hab Fergus Arm weder hier noch sonst wo gesehen. Cap, schauen Sie mal. Was denn? Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Jo. Den nutzen die Schweine als Basis. Wir Aha. haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Hm. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Okay, das ist das, was ich immer gesagt habe, dass man eben diese Spezialfähigkeiten tatsächlich alle bekommen kann. Man muss nur auf dem Schiff rumlaufen. Wobei ich dachte, man findet die eigentlich in den Missionen drin dann. Aber ja, jetzt haben wir sie auch. Wir müssen nur die Mission natürlich noch lösen. Wir schauen hier mal noch. Da gab es irgendwie... Wo war das denn? Na, Kampf-Dingens war es nicht. Irgendwo war nochmal was. Eine Star-Karte. Aber okay, wir können, glaube ich, gut leben ohne. Da haben wir aber nochmal Konzeptart. Hier vom Schiff nochmal sehr schön. Schon cool. Sowas gefällt mir halt. Ja, sowas würde ich auch gerne mal machen. Das Blöde ist nur, ich kann nicht zeichnen. Wäre dann vielleicht... Oh, schön. Wäre vielleicht noch hilfreich, wenn man ein bisschen zeichnen könnte, wenn man solche Konzepte erstellen möchte. Da ist er doch. Das müsste doch Paris sein. Hey, Paris. Jawohl. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich habe Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Für was für eine Frau halten Sie mich? Der böse Arm, ja, okay. Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Dieses Spiel. Ich oh nö. Ah, das ist aber. Suboptimal. Aber diese Szene. Ist abgedampft Richtung Hangar. Ja. So wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Ich hab da vielleicht was für Sie. Ja, das hätte er vorher sagen müssen. Ja, Richtung Hangar. Ich hoffe, er hat das Ding nicht irgendwie in so ein Torpedo reingesteckt und Richtung New Orleans geschickt. Hangar, wo war gleich nochmal der Hangar? Jetzt geht die Sucherei wieder los. Club Wiesenau, Les Halles de und so weiter. Ach, wir gucken uns doch einmal nochmal ein bisschen hier um. In Ermangelung dessen jetzt gleich zu wissen, wo hier der Hangar ist. Vielleicht gibt uns ja sonst noch jemand was.
Aber die Szene, heiliges bisschen, genau deswegen liebe ich dieses Spiel. Also nicht nur deswegen, aber auch. Was war das hier noch? Cinema. VR. Aha, hier eine Mikrowelle. Ja, ist eigentlich, ja, das Quartier von Fergus, das bringt uns aber auch nichts. Er wird ja seinen Arm wahrscheinlich nicht unter der Bettdecke haben. Oh, cool, Mann. Hat Fergus da Stein reingetan, oder was? Noch ein bisschen punchen. Ja, das kann sein, weil er wahrscheinlich seinen Arm trainieren wollte. Nochmal probieren. Ja, ist immer noch zu hart. Gut. Kollege Hangar. Bist du irgendwie markiert? Es ist immer ein bisschen die gleiche Frage. Ich sehe hier keine Markierung. Gut, dann rufen wir hier mal die Map auf. Wo war es denn gleich nochmal? Leiter, Missionsziele. Bringt uns alles nicht viel. Geh zum Hangar. Das wäre jetzt eigentlich die Idee. Fahren wir hier rauf. Hangar, Hangar, Hangar. Sieht man hier nicht. Wahrscheinlich ist der auf einer anderen Ebene. Würde ich mal behaupten. Das heißt, wir müssen mal die Ebene wechseln. Das wäre dann schon mal klar. Hier geht es eins runter. Das ist komplett falsch. Aber man sieht, hier liegen auch noch Sachen. Kartoffeln, das sind die Kartoffeln. Die hätten wir eigentlich fürs Schweinchen gebraucht. Jetzt könnte man nochmal das Schweinchen suchen. Das möchte ich aber tatsächlich nicht machen. Da ist nochmal Paris. Wir sind einmal im Kreis gegangen. Das ist auch eine Spezialität von mir. Also, Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Treibstoffdepot. Fährst du? Nee, irgendwie. So interessant, dass man hier nicht alles machen kann. Treibstoffdepot. Ich lasse mich schon wieder ablenken gröber. Ich werde mich auf dem Schiff nie auskennen. Das ist sagenhaft. Ja, das hier, genau, das sind die Enigma-Codes. Das machen wir dann irgendwann auch mal noch, obwohl mir eben zehnmal gesagt wurde, dass man sich das schenken kann, weil es relativ generisch ist, das Ganze. Ja, wir wissen eigentlich, wo er ist. Wir wissen, die ganze Nacht die Odin-Codes entschlüsselt. Das hast du fein gemacht, Sigrun. Haben Sie das neue Fräulein, diese Professorin? Sie steckt ihre Nase in jedermanns Angelegenheiten. Ja, mit der muss man ein bisschen nett sein. Wenn die umschlägt, dann schlecht. Ein Anruf bei ihrer Mama und dann haben wir Ärger. Also man soll nicht nur deswegen, um Himmels Willen, nett sein mit ihr. Aber ja, auch aus dieser Überlegung heraus vielleicht nicht immer so böse zu ihr sein. Wo ist denn hier? Gleich nochmal. Moment. Ich bin mal wieder hoffnungslos überfordert, was hier den Weg angeht. Hier ist auch nicht der Hangar. Der Hangar, ist der oben? Eigentlich war das, glaube ich, schon nicht ganz so falsch. Da muss man doch mit dem Teil irgendwie rumfahren. Oder wenn wir hier raufgehen. So, nochmal eins höher. Okay, hier ist der Hangar. Ist auch angeschrieben. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Wie er da gleich mal die Knarre nach vorne zieht. Was soll das denn? Ist der Arm? Ja gut, der Arm ist hier natürlich schon gefährlich. Da hat er schon nicht Unrecht. Sie suchen Fergus Arm? Jawohl. Ich hörte, er hatte einen Streit mit dieser hübschen französischen... Ja, kein Wunder. Den hatte er, den Streit. Na, finden wir dich hier unten? Nicht wirklich. Okay, hat so einen Arm, wenn er schon so... Ja, wie soll ich sagen? So modern ist, müsste der doch irgendwie so eine Art Dingens haben. Ja, Funk, keine Ahnung, einfach, dass man ihn orten kann, falls man ihn eben mal irgendwo verlegt. Das kann ja durchaus mal passieren, dass man den irgendwo verliert. So, wir laden mal nochmal. Ich hoffe, das hält dann ein Weilchen. So, weil das Ding war eben leer. Das können wir natürlich schon relativ gut gebrauchen, wenn das voll ist. Also, ein Arm. Wo könnte man denn den Arm, wenn man wütend ist, irgendwie den Arm irgendwo hin? Ja, das ist schön. Der Herr Horton, der scheint ja begeistert zu sein von uns. Hilft uns nicht weiter. Wir brauchen den Arm. Oh, da ist ja was markiert. Guck mal einer an. Nein. Nein. Ist aber irgendwie, oder ist das dahinter? Moment, da komme ich nicht hin. Nochmal Konzeptart, okay. Vom Arm, nee, doch nicht. Was ist das denn Interessantes?
Auch nicht schlecht. Kann ich hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Hier ist doch markiert. Brauchen wir mal das Teil. Aha. Und siehe da, es ist leer. So, dann kommen wir nämlich hier durch. Das müsste eigentlich schon mal nicht schlecht sein. Da ist tatsächlich noch was drin, aber das Limit erreicht. Soll ich jetzt tatsächlich hier lang? Kann es das sein, dass der den Arm... Wo ist denn der mit dem Arm hingegangen? Das ist ja schon... Und ihn fragen können wir halt auch nicht. Okay, ich gehe mal hier lang. Hilft ja nichts. So, liegt der jetzt irgendwo hier unten? Tatsächlich, Fergus Arm nehmen. Jetzt möchte ich aber erst wissen, wo der... Aha, der hängt irgendwie hier so. Wie kam der hier hin? Keine Ahnung. Okay, den Arm hätten wir. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie zurück. Wo geht's denn hier hin? Können wir auch mal testen. Ich hoffe, wir kommen aber irgendwie in einer Form dann auch wieder zurück. Aber so können wir mal Bereiche erkunden. Oh, hier geht's weit runter. Hier können wir mal Bereiche erkunden, die wir so noch nicht erkundet haben. Jetzt, wo wir den Arm haben. Wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Hier unten. Gut. Jetzt habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Schaut ihn euch an. Wen? Uns anschauen? Können wir nicht. Haben keinen Spiegel. So, wir gehen wieder hoch. Aha, dann sind wir hier. Gut, jetzt müssen wir doch eigentlich... Wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Haas. Was mich immer auf die Palme bringt, Max, sind schlechte Metaphern. Hör dir das mal an. George arbeitete an ihrem Buschwerk wie ein Gärtner im Frühling. Also ehrlich, tut mir leid, Sie aufgeblasener Autor, aber Ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Ja. Max Haas. Die sollten wir eigentlich auch noch irgendwie befragen, aber das hat sich erledigt. Wir haben den Arm ja. Jetzt müssen wir nur die Jungs und Mädels hier wieder finden. Vielleicht hier nochmal, Kollege. Das ergibt keinen Sinn, Schoschan. Ja, der sucht immer noch. Dient ein Schlüssel ohne Schloss. Immer noch nach der Lösung. Da ist der Kollege mit der Ratte. Und das ist wieder die andere Seite. So, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn vorhin? Ach, die ist immer noch am Erzählen. Fergus Central. Gut, den Arm haben wir, den Arm haben wir. Wir müssen nur Fergus wieder finden. Und der war eigentlich irgendwie... War das hier? Nein. Auch nicht. Wo war das denn? Nochmal Map. Wir bräuchten... Sprich mit Paris Jack, das haben wir alles gemacht. Bring Fergus Arm wieder. Okay, das ist soweit nachvollziehbar. Das ist aber irgendwie nicht auf dieser Ebene. Jetzt ist halt die Frage, müssen wir eins rauf oder müssen wir eins runter? Dann gehen wir nochmal raus. So, und gucken hier nochmal. Wir gehen mal nochmal eins rauf. DJ und Anna, Max Haas sind da. Max Haas. Ja. Apropos, genau. Moment. Ja, irgendwann kennt man das Schiff. Wenn man hier natürlich dann stundenlang rumgetapst ist, dann weiß man irgendwann, wie was wo. Das ist wieder der Hangar, der bringt uns nicht weiter. Hier haben wir eigentlich... Wir dann echt gleich die Knarre zückt. Das ist schon interessant. Aber wisst ihr, was wir jetzt aber nochmal schnell machen? Wir laden nochmal auf, denn wir haben, um die Kisten zu zerstören, haben wir doch noch ein bisschen was gebraucht. So, ich weiß noch, dass wir sie ja gesehen haben. Die sitzen da. Ich weiß interessanterweise nur nicht mehr, wo das genau war. Wo saßen die denn? Gute Reise. Die erzählen hier immer noch. Helm Club Wiesenau. Nein, da war es eben nicht. Ah, hi. Hi. Hi, hi. Oh, Grummel, Grummel. Moment, warum grummeln sie? Curtis. Club Wiesenau. Professorin. Ja. Ja. Okay. Also, ja. Wenn ihr Wiesenau Leute eins könnt, dann ist das Feiern. Okay, der scheint auch noch ein bisschen katerverseucht zu sein. Da drin ist Chris. Jetzt sind wir da hier. Okay, dann gehen wir jetzt mal eins runter, würde ich vorschlagen, falls wir das können. Irgendwo muss doch hier ein Abstieg sein. So, dann sind wir hier. Das bringt uns auch nicht tatsächlich weiter. Ja, sind wir wieder bei dem.
Hallöchen, Kollege. Wo geht's hier dahin, wo Fergus ist? Nochmal gucken. Ich kenne mich draußen inzwischen fast besser aus, wie hier in diesem Schiff drin. Das, ja, ergibt irgendwann Albträume. So, nochmal gucken. Ja, ist halt irgendwie, einfach irgendwie nirgends. Hier geht's zur Treppe, da geht's zur Treppe. Also irgendwie haben wir hier immerhin die Möglichkeit auszusuchen, ob rauf oder runter. Und dann sind wir wieder hier. Hallo, Mr. Terror. Auch schön, hier waren wir schon. Hallo, Mr. Terror Billy. Ah, da ist wieder die Sigrun. Wir haben Herrn Fergus Arm gefunden. Jawohl. Wir finden nur Herr Fergus nicht mehr. Nein, möchte ich noch nicht. Ich möchte zuerst den Arm zurückgeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gute Mann auch ganz froh ist, wenn er den wieder hat. Auch wenn er ihn relativ wütend in die Ecke gepfeffert hat. Ich grüße Sie. Ich grüße ebenfalls. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt hier schon durchgerannt sind. Gabriele oder Gabriela. Irgendwo muss das doch gewesen sein. Wo haben wir denn Jungs und Mädels gefunden oder entdeckt gehabt? Na, mal gucken. Auf dieser Ebene. Oh doch, es ist auf dieser Ebene. Okay, Club Wiesenau, das stand schon mal. Machen wir jetzt halt einfach. Ah, da hinten. Die sind ja doch im Club Wiesenau. Ach du grüne Neune. Okay. Wir bringen den mal an den Arm. Was für eine Odyssee. Er hat immer noch einen lustigen Hut auf. Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam. Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei. Let's go. Unvorstellbar. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Bist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Jawohl. Gut so, Mädel. Ich bin kein Jawohl. Regimeflittchen. Kapieren Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin. Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du! Ich liebe dich! Oh. Verstehst du das denn nicht, du voll Idiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen, weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. Ja, das tut dir gut, der Sigrun, denke ich mal. Die Grace ist zwar auch natürlich völlig okay, aber das hat sie verdient. Und sieh an, jetzt gehört sie dazu. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern.
So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Wow, okay, da wären wir. Elektromagnetisch. Oh, und das mit unserer... Lauf! Oh, mit unserer schwangeren Frau. Heiliges bisschen. Lauf, und das hat nicht geklappt. Ach du Grüne. Okay, und schon sind wir getrennt. Okay, wir sind doch nicht getrennt. Wir kommen doch noch auf. Schwein gehabt. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, hier werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Das wird sicher lustig. Das dürfte interessant werden. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ich folge dir. Ja, ich folge dir auch. Okay, bis morgen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.